Vorher schauen wir uns mal an, gesundes Essen wird ja auch in immer mehr Firmen ein Thema. Bei uns im NDR zum Beispiel gibt es in der Kantine die Ampelkennzeichnung. Rot, Gelb, Grün. Fanny Weiß zeigt Ihnen jetzt passend zu der vorgestellten Firma eine Rohkostkantine. In dieser Küche läuft es ein bisschen anders. Alles 100% roh und vegan. Britta Wesselow ist Rohköchin. In der Buxtehuder Kantinenküche zaubert sie jetzt frische Gerichte, ohne zu kochen. In der Szene sind ihre exklusiven Privatdinnerabende schon lange ein Renner. 7 Gänge mit frischen Ideen für die Geschmacksknospen. Den hippen Rohkosttrend hat sie aus Kalifornien. Ich kannte die Rohkost vorher noch nicht. Meine Freundin, mit der ich hingeflogen bin, die hatte schon 1,5 Jahre Rohkost gelebt und dann war es für mich selbstverständlich, mit ihr Rohkost essen zu gehen. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, dass ich auch was anderes essen könnte. Dann habe ich ganz automatisch die 4 Wochen 100% roh gelebt und war total geflasht. Rohkost ist auch gut für die Armmuskeln. Heute gibt es Lasagne. Aus den Zucchini werden Zucchini-Nudeln gemacht für die Lasagne. Man könnte auch Möhren nehmen oder Kohlrabi. Und Datteln für die Tomatensauce. Süß und viel gesünder als Zucker. Offensichtlich genau das Richtige für die 90 Mitarbeiter des Naturkosthändlers. Seit letztem Jahr steht Britta Wesselow hier in der Küche. Dienstags und donnerstags kommen 15 bis 30 Portionen auf den Tisch. Der Versandhändler will seine Mitarbeiter so fit halten. Bei der Kochkost gehen 70% der Energie dann in die Verdauung. Und das ist bei der Rohkost nicht so. Und dadurch fühlt man sich danach viel fitter und dann eben auch über den Tag viel fitter. Also dieses Nachmittagstief hat man nicht. Wenn sich das rumspricht, wird künftig in allen Kantinen gemixt statt gekocht. Aber Zeit kostet die frische Zubereitung schon. In einer Stunde ist Mittagspause und die Lasagne hat 15 Schichten. Im Lager des Naturkosthändlers wird aufgeschichtet und Kohldampf geschoben. Der Chef hat da die Nase vorn. Er darf schon mal den Nachtisch probieren. Manchmal kommen auch Kunden vorbei. Es riecht einfach zu lecker. Und alles ungekocht, ne? Man kann in der Rohkost auch Burger zubereiten und Pizza oder Lasagne oder Tiramisu oder Käsetorten, Schokotorte, sowas alles. Das macht sie auch. Schließlich sind die wenigsten Mitarbeiter des Naturkosthändlers selber Rohesser. Die richtige Speisekarte macht's. Das ist Brittas Trick, auch ausgemachte Fleischesser zu überzeugen. Bei der Lasagne heute könnte es nicht besser laufen. 4 Stunden Vogel mixen und pürieren haben sich gelohnt. Ausgezeichnet. Also wirklich ganz toll. Dafür, dass es nur vegan gewesen ist. Leicht bekömmlich und es schmeckt trotzdem ja, es ist geschichtet und es schmeckt frisch und es schmeckt trotzdem ja wie Lasagne. Platz für ein Dessert bleibt da auf jeden Fall. Bei Britta Wesselow wie immer ein wenig anders. Rohe Cashew-Nusscreme statt Sahne. Noch ein paar rohköstliche Details und fertig ist das Tiramisu.